Marvin. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stay and Play. Heute mal wieder eine neue Folge Escape from Tarkov. Ja, zur letzten Folge erstmal zurück. Die lief eigentlich ziemlich gut. Heute kommt genau das Gegenteil. In den letzten paar Tagen gehörig auf die Fresse bekommen. War sogar der ein oder andere gute Fight dabei. Sogar in dem einen Kampf eine VoIP-Erfahrung. Eine der grundlegenden ersten. Da bin ich von dem einen Spieler, glaube ich, ein kleines bisschen verarscht worden. Aber seht gleich selbst. Aber bevor wir natürlich mit dem Video reinstarten, möchte ich natürlich erstmal euch allen Merry Christmas wünschen. Es ist soweit, der 24. Dezember. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen ein fröhliches Weihnachtsfest. Viel Spaß mit euren Familien oder was auch immer ihr so an Weihnachten treibt. Und ja, dann kommen wir natürlich dann auch nochmal zu einem, ich würde mal sagen, gesponsert durch Tarkov Geschenk. Diese Information natürlich so gleich im Anschluss. Und natürlich gönnt euch richtig, ne? Wenn ihr schon mal die Möglichkeit habt, Gratis-Items zu kriegen, reinhauen. Gerne. Dankeschön. Bevor wir jetzt natürlich in das Video reinstarten, hätte ich auf jeden Fall noch eine kleine Information. Tarkov vergibt auf jeden Fall, ich glaube noch für die nächsten circa 20 Tage auf jeden Fall ein Weihnachtsgift. Dafür am besten mal auf die Escape from Tarkov Webseite schauen, euch ganz normal einloggen, dann auf euer Profil drauf gehen und wenn ihr dann ein kleines Stückchen runterscrollt, Screenshot, zeige ich euch jetzt gleich mal, könnt ihr auf jeden Fall einen Keycard-Halter, eine SCAR mit 4 Magazinen, dann diese RGO-Granaten, also diese Explosivgranaten und ich glaube sogar noch Flashbangs oder Smokes. Bin ich mir nicht ganz sicher, was das jetzt genau war. Könnt ihr euch auf jeden Fall schmecken lassen. Falls ihr bis jetzt noch keine SCAR gefunden habt, so wie ich, würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen. Aber damit noch nicht genug. Und zwar ist heute, glaube ich, ist es erst ein Event reingekommen. Der Weihnachtsbaum ist wieder da. Da könnt ihr hier verschiedene Kugeln farmen. Soweit ich jetzt weiß, auf jeden Fall an den Goldspots. Unter anderem über Pestily habe ich das erfahren, ist in verschiedenen Räumen im Resort auf jeden Fall einiges zu holen. Ich weiß allerdings jetzt noch nicht genau, wo genau man die noch holen kann. Könnt ihr mir, falls ihr jetzt schon mit dem Event angefangen habt, gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr denn genau solche Christbaumkugeln gefunden habt. Unter anderem habe ich jetzt mal eine grobe Übersicht da angeschaut. Also man kann auf jeden Fall zum Beispiel eine Vector craften, man kann sich genauso eine Ledex craften oder aber... Wenn es dann wieder auf die Suche nach dem Heiligen Gral geht, würde ich euch vielleicht mal anraten, den einen oder anderen Gas Analyzer herzustellen, damit ihr die Quest fertig macht. Ich persönlich bin immer noch am Struggeln. Ich habe jetzt bis jetzt nur einen gefunden. Die anderen Male irgendwie, naja, ging es nicht gut aus für mich. In dieser Folge seht ihr auch speziell, naja, wie es ein bisschen aufs Maul kriegt. Also ein paar gute Kämpfe sind dabei, aber das Ende ist halt dementsprechend, naja, ziemlich traurig. Aber gut, ist halt so, das ist Tarkov, muss man sich mit abfinden. Aber viel Spaß auf jeden Fall beim Farmen und gönnt euch das Weihnachtsgeschenk. Ne? Das gar Geschenk zu bekommen ist auf jeden Fall gar nicht mehr so schlecht. Würde ich sagen, schnacken wir nicht weiter länger und starten wir direkt rein in die Action. Auf geht's. So, sind wir doch wieder dabei. Ich bin, oh Gott, bin hier schön an der Seite. Das heißt, ich muss jetzt erstmal davor laufen, dann erstmal verstecken. Da das Problem ist, dass hier rechts gleich ein paar Spieler angeschissen. Wahrscheinlich kommen die Richtung Dorms gehen, die Dorms Hunter. Mal gucken. Der hat safe einen Freund. Das ist etwas weiter vorne. 2000 Jahre später. The end is near. Oh shit, der hockt da halt echt drinnen in dem Eck. Ich hab gedacht, der hockt vorne noch an der Tür. GG. Ramon. Egal. Sehr gut, diese. Okay, wir haben. Ja, perfekt. Ja, bitte, ich sollte vielleicht mal das Licht ausmachen. Die Funsel. Ich muss halt jetzt echt erstmal zu dem komischen Truck hier. So, da brauche ich die. Perfekt.
aber wir... Oh Gott! Ich Idiot! Hey, hatte ich mal so! Trinken. Wer? Nix. Ich glaube, dann war schon jemand hier und hat ausgeräubert. Hä? Hey? Möglicherweise doch nicht. Red. Ja, scheinbar war hier vielleicht doch keiner. Okay. Ja, der geht scheiße, ne? Boah, durch das Ding durch. Geil. Auf Wiedersehen. Es war so schön. So. Haben eine Folge Get the Fuck Out of My House gespielt hier. Ist es... This is a USAC house. You as a scav has nothing here to suche und so. Den haben wir umgeblasen. So, mach auf. Jetzt zupfen wir uns. Yeah. Komm. Nice, Licht aus. Tschüss! Sehr geil, Quest fertig, komplett voll gelootet bis zum Rand. Nochmal eine Waffe mitgenommen von einem dritten Scav, also 3200 für. Oh, vier Scavs? Warte. Aha. Ach, stimmt ja. Ja. Zwei an der Tanke, dann einen im Haus und einen da hinten. Ja. Ich habe schon wieder einen vergessen gehabt zwischendurch und habe mich gewundert, wieso ich vier habe. Alzheimer knallt. So. Gut, das müsste Prepper erstmal zufriedenstellen, Blatt. Abflug, danke. So, du, Aufgaben. Yeah, die Quest ist geil. 15 Scavs in den Woods. Document Case. Okay. I see. So, okay, wir sind hier. Alles klar. Na komm doch her. Wenn du mit mir reden willst, komm her. Sprechen wir eine andere Sprache. Hast du gesehen, wie dein Buddy umgefallen ist, ha? Hat mich fast abgefuckt. Yo, buddy, I got a feeling that we can't talk about this, or? Okay, anscheinend nicht. 26 Minuten noch. Okay, das heißt, wir probieren's jetzt. Richtung Dorf. Warte mal, hat der Bridge Exfil angezeigt? Ja. Muss ich mich allerdings ein bisschen hüten vor den, Scavs hier. Plus vor Players-Guests, die jetzt auch noch mit dabei sind. Die lieben diesen Ort. Oder doch nicht, die Tür ist zu. Knock, knock. Hello? Somebody here, please? Netzteil. Fragger. Gut, das hauen wir weg. Dann können wir das Netzteil schon mal mitnehmen. Schon wieder. Schalaber! Gib dir Schalaber, komm her. Ich glaube, ich habe ihn gebumst, kann das sein? Hey, Schalaber? Lieber das Cake.
Ist halt echt hier die zwei Dinger, die sind auf jeden Fall ein sicherer Cake-Spot. Wenn du die Scheiße irgendwann mal sucht, geh da kurz, geh da hin. Ich glaube, ich habe in den meisten Fällen hier eins liegen. Ich würde mal sagen, von 5 Runden liegt bei mindestens 3-1 da. Da ist ein Skeff. Sehr gut. Er ist im Ja, der ist im Arsch. So, okay, jetzt sind wir hier. Perfekt. Ich verzupfe mich gleich mal von dieser Stelle, weil ich weiß auf jeden Fall, hinter mir kommt gleich einer angeschissen. Hab ihn. Tschüss. Ich bin am Arsch. Hey man, was ist your partner? I'm sorry man. Hello. Hello, was ist your partner down here or was it an enemy? I mean, do we got a problem now, bro. Or is it okay if I killed him? Bro, I'm bleeding. I don't know, bro. I'm a scav, dude. You're right now? Can you help me? Hello. Yeah. Hello. Okay. I just want to loot that guy and then I'm gone, okay? Do you want some stuff? No. I just want to loot that guy what I killed right now and then I'm out, okay? Okay. All right, thank you, man. Have a nice day. Whoa, mate. What the fuck? That wasn't me, dude. That means you're outside? I'm outside. Yeah, there's somebody on top, first floor. He was shooting at me. Hey, buddy up there, why are you shooting me? Fuck, mate. Are you alive? Yeah, I'm alive, but this guy is gonna shoot me. He's, I think he's down here. I killed the scav for you, dude. Yeah, thank you, man. Thank you, man. I have this shitty... I killed the second one. I'm under fire. Do you know where he is? He's at the extract, I think, or? Right now I'm in the building. There are the two people dead. You can have the armor and the helmet, and he got some headsets and everything. Except the weapons. I'm coming towards the front door, mate. Please don't shoot me. Okay. Really, bro? Yeah.
Kacke! Ich hab eigentlich echt gedacht, dass der Typ... Ich hab ihm fast geglaubt, ohne Witz. Jo, ich weiß direkt, wo ich bin. Hier. Ja! Ruka! Ruka! Ruka, Suka. Вот он! Verarschen, Alter? Come out, you coward! Jemand Nachschlag? Dann komm her! Na komm. Быстро! Der nächste. Genau, das wollte ich auch gerade eben sagen. Irgendwas mit Busch. Da rechts von mir hockt auch noch irgendwo einer. You piece of shit! You piece of shit! Look at this goddamn pussy! Boys, put the fucking lead in them! Komm, wo ist er? I'm going to be your fucking end! Ist da außen rechts? Zum Player-Scaff, ha? Was zum kleiner Player-Scaff? Am Arsch. Wurdest gebumst. You goddamn traitor! Alles verwenden. Der scheint anscheinend gute Munition dabei gehabt zu haben. Wenn ich die noch nicht kann, könnte es ein anderer Five sein. 8-5-5-A-1. Deswegen, meine Freunde, immer schauen, dass ihr die Scheiße hier entladet und mal nachschaut, was das für eine Munition ist, weil das ist echt. Das ist geile Muni. Aha. Scheiß auf die PS-Ammo. Könnte allerdings auch ein Spieler sein. Thank you.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Ach, war doch ein Spieler, ey, scheiße. Ich hab ihn halt nicht gesehen, aber er mich, er war vielleicht erhöht der Position. Ja, Danila Sniper, alles klar. Ja, meine Lieben, dann ist das Video jetzt auch mal wieder zu Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Ja, irgendwie ist da ab dem Zeitpunkt wirklich ein bisschen der Wurm drinnen. Ab dem Moment, wo ich das erste Mal wirklich sterbe. Es ging eigentlich nur noch rückwärts und bergab, da wo es hin soll irgendwie. Ich meine, die Kämpfe zwischendurch waren gut und ich fand es halt besonders schade, besonders bei dem einen Typen, der wo mich halt dementsprechend... Ich dachte, ja, ja, ich bin ein Skelp, ich bin ein Skelp. Und dann, ja, knallt er mich ab, sobald ich die Haustür irgendwie vorne verlasse. Schon irgendwie scheiße. Ich meine, ich hätte ihm sogar den einen oder anderen Loot, wenn er darum gefragt hätte, gegeben. Also so ein netter Mensch bin ich sogar. Ich scheiß da eigentlich was drauf. Die M4 hätte ich mitgenommen. Die andere Waffe war mir eigentlich scheißegal. Ich komme damit eh nicht so klar. Ja, also Void Venture Danger finde ich persönlich. Sollte man auf jeden Fall dann schon dementsprechend ehrlich sein. Ich meine, klar gibt es viele Trolls. Na, es eröffnet natürlich die Möglichkeit mit dem Void. Habt ihr schon eine Void benutzt? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Wie ist es bei euch ausgegangen? Habt ihr Leute gefunden, mit denen ihr wirklich kommunizieren konntet? Denen ihr wirklich vertrauen konntet? Gerne mal unten reinschreiben. Ja, und wie am Anfang schon gesagt, ich wünsche euch auf jeden Fall allen ein schönes, erholsames Weihnachtsfest. Feiert schön. Und dann würde ich sagen, beende ich das Video an dieser Stelle. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Gerne ein Like und oder Kommentar da lassen. Abonnieren nicht vergessen, denn wie jeder weiß, Support ist kein Mord. Damit Dankeschön und bis zum nächsten Mal.